What's going on right now? Also grüßt euch, hier ist der Olli und der Klaus, das OK-Team. Und hier sind wir beim letzten Stop. Wir sind live ein bisschen früher als geplant. Deswegen haben wir umgeplant und haben das Ganze 5 Minuten vorverschoben. Der erste ist schon mit dabei. Wenn ihr kurz was in die Kommentare reinschreibt, dann sehen wir, wer es ist. Dagmar, servus, grüß dich. Jetzt schauen wir noch, wer noch mit dabei oder mit dazu kommt. Und dann zeigen wir euch hier den Hafen von Sag Harbor. Marion, hallo. Und Klaus, kaufen wir uns das Hotel für 35 Millionen, das Hotel für 25 Millionen? Oder so eine Yacht. Oder eine Yacht? Ja, da müssen wir uns genau noch überlegen. So eine Yacht wäre vielleicht nicht schlecht. Ja, also. Servus, Robert. Ja, da hätten wir das Hotel direkt dabei, ne? Also schauen wir mal, was hier ist. Da sind wir im Yacht Club. Ich meine schon allein die drei Motoren da drüben von diesem Boot. Wenn ich besser sehen könnte, dann könnte ich lesen, ob es 250 oder 350 Hors wären. Ja, das ist ein Wahnsinn, ich kann es auch nicht sehen. Servus, Roswitha. Schön, dass ihr nochmal dabei seid. Heute ist ein Tag, da waren wir jetzt dann, ich weiß nicht, 6 Mal online für euch. Und drüben auf der anderen Seite, wo wir nicht hinkommen, da stehen die richtig großen Schiffe. Die Andrea, die 6. oder die 7., die steht auch da drüben. Das ist ein Wahnsinn. Wer war denn von euch schon mal in Sag Harbor? Servus Bettina, hallo Roswitha. Ich meine, so ein Boot, wow. Also dieses mittlere, das ist geil, oder? Das ist bestimmt auch recht schnell. Was denkst du, Klaus? Das ist sehr schnell, das mittlere. Sieht schnell aus. Schnittig. Schnittig. Vielleicht hat es hinten sogar so eine kleine Ladefläche, wo man die Jetskis dann rausfahren lassen kann. Mittlerweile ist es wirklich brennend. Also die Sonne, die brennt hier vom Himmel. Deswegen gehen wir einmal kurz in den Schatten dann und hoffen, dass das Telefon nicht so heiß wird und wir euch verlieren. Welcome aboard, da ist der Captain. Hello, Captain. Hey. Schau, da ist er. Sightseeing, Swimming und Sunset Cruises. Da könnt ihr schauen. CaptainHagen@hotmail.com. Schreibt in eine E-Mail und kommt auf eine Tour. Hi. Hi, you're the captain? Northern New Jersey. I'm a tour guide in New York City. Uh-huh. And we're live streaming over to Europe. So if you want to tell our viewers what you do, that'd be great. Yeah. Wait, let me come over. Which language? German. German. Ja, wir können auch Deutsch. Oh, red mal Deutsch. Servus, yeah. Grüß dich. What? Ja, setz deine. Wow, da haben wir einen Kapitän gefunden, ne? Und der kriegt dann natürlich auch meine Businesskarte in die Hand. Ja, ja. So. Ich mach, also warte, lass hier, also komm her jetzt, da kriegst du das Mikrofon und dann kannst du uns erzählen, was du magst. Ja, was soll ich damit? Jetzt einfach reden. Ach so, ja. Erzähl uns, wie du heißt, wie lange schon. Ja, ich heiße Anton Hagen. Anton, grüß dich. Ja, ja. Und ich bin hier seit 42 Jahren. Wow. Und ich mache Touren seit 15 Jahren. Da warst du 10 Jahre alt, als du hierher. Ja, ungefähr. Ja. Ja, ja. Super, woher bist du in Deutschland? Du, ich bin gar kein Deutscher, aber ich spreche gern Deutsch. Ich war 45 Jahre mit einer Deutschen verheiratet. Okay. Und habe in München, ich bin Tischler von Beruf. Okay. Ich habe in München gelernt. Oh, schau da an. Ja, ja. Tischler aus München, perfekt. Ja, ja. Ja, ich komme aus Würzburg. Okay, sehr gut. Und ich aus Stuttgart. Und der Klaus okay. ist Stuttgarter, ja, ja. Und wir leben in Northern New Jersey. Ach so, und Sie sind hier tagsüber? Wir sind heute hier und machen einen kleinen Livestream, deswegen ah, ja. bist du jetzt gerade mit dabei. Ja, ja. Und Klaus, ja, es ist ja wunderschön hier. Ich damit drauf bin. Ja. Ne? Also da haben wir den Anton, nicht den Anton aus Tirol, sondern der Anton von Sag Harbor. Ja, genau. Und du bietest private Touren an? Ja, 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 das tue ich, ja, seit ja. 15 Jahren. Wow, gib und mal das Mikro kurz. Ja. So. Also der Anton, der macht private Touren hier in Sag Harbor seit 15 Jahren. Und wie heißt dein Schiff? Der heißt Marlin Spike. Oh, da unten steht's, also ja, ja. Marlin Spike. Ja. Und solche Touren sind dann eine Stunde, zwei ja, Stunden? Ja, ich mache das je nach Wunsch. Okay. Eine Stunde Minimum. Ja. Und dann fahren wir nach Shutter Island und North Haven. Okay, also. Und
Sightseeing, Aussichten, ja. Und was noch? Ja, Picknick. Oh, Schwimmen, Sightseeing, ja. Picknick hier auf der Seite von dem Fjord, ne? Ja. Dem Long Island Sound, ja. Und in den Sonnenuntergang, super romantisch. Also der Anton ist der Held. Hast du eine Webseite, Anton? Doch, sagharborcharters.com. Also schaut auf sagharborcharters.com nach und auch der Anton kriegt jetzt meine Businesskarte in die Hand. Schau mal. Oh ja, da hat er eine kleine Karte. So. Ja, also ja. Das seht ihr. Geh mal ein wenig näher her, Klaus. Ja. Was, so von ja. Der Seite. Also da habt ihr es. sagharborcharters.com. Das ist super. Und du bist auf TripAdvisor, da bin ich auch. Ich bin der bestbewertete deutschsprachige Guide in der Stadt. Ach so. Auf Facebook findet ihr ihn. Und wenn du nachher auf Facebook schaust, da kannst du den Film, den wir jetzt gerade live auf Facebook senden, kannst du teilen. Okay. Den findest du unter Holiday Tours. Ja. Und haben Sie die Boote, die Billy Joel's Boote angeschaut? Nee, wo hat der Billy Joel seine Boote? Oh, komm mit. Und Anton, schau mal. Ja. Meine Firma, also ich bin der Olli. Okay, Olli. Und meine Firma heißt Holiday Tours. Und wenn du das auf Facebook findest, dann findest du den Film. Ja, cool. Ja? Ja, super. Also die Alexa, das ist das berühmte Boot, der Downeaster Alexa von Billy Joel. Das ist seine Tochtersname. Ja. Oh, da haben wir das Boot von Billy Joel, da filmen wir mal. Klaus. Und die ganze Boote da, die 5 Boote gehörten ihm. Und das Haus da. Und welches Haus gehört? Das Haus mit dem Persenning da, der geschreifte. Ja. Ja. Wow, und da ist er dann auch manchmal, der Billy Joel? Oft. Du kennst ihn dann auch persönlich, oder? Ja, doch. Ja. Ja, super, schaut an, also die Alexa, wie seine Tochter heißt, das ist eines seiner Boote, die Della Rose, das ist das andere Boot und dann hat er noch 2 kleinere, das Popeye und Oyster Babe und das hier auf der rechten Seite, das sind Boote von Billy Joel, dahinter das Haus, wo die Markise gerade rausgekommen ist, die gestreifte Markise, das ist das Haus, eines der Häuser von Billy Joel. Ja, und dann schauen wir mal, wenn wir mal wieder rauskommen zum Anton, wie gesagt, nicht den Anton aus Tirol, sondern dem Anton, der viele Jahre in München gelebt hat, da Tischler war und mittlerweile hier Seemann ist, auf dem Weg zurück zu seinem Boot. Wenn ihr hierher kommt, dann ja, meldet euch beim Anton, schaut euch seine Facebook-Seite an und schaut mal auf seine Webseite. Jetzt Anton, sag ganz kurz, wie heißt deine Facebook-Seite? Sag Harbor Charters. Oh, das ist auch Sag Harbor Charters. Ja. Okay, super. Also, ich werde auf jeden Fall so machen, wenn wir daheim sind. Der Klaus, der hat den Zettel. Ich schicke dir eine Freundschaftsanfrage, beziehungsweise teile den Film von jetzt. Da kannst du deinen Leuten zeigen, vor allem für die Deutschsprachigen. Auf jeden Fall. Super, Anton, danke dir. Mach's gut. Ciao. Ich bin Don Lemon. Don Lemon. Von CNN. Ja. Ja, das ist ein Boot da. Oh, da hat er Don Lennon auch sein Boot, nicht? Ja. Da, der Kleine. Und dann der Jimmy Buffett hat 2 Boote. Der Buffett, hier. Ja. Wow. Oh, Wahnsinn. Ja. Ja, du, danke dir. Ja, okay, tschüss. Anton, mach's gut. Ciao. Ja, also ihr seht, ne? Wenn man mit Holiday Tours unterwegs ist, dann passieren ganz tolle Sachen. Klaus, das war wieder der Hammer, oder? Das war wieder ganz toll. Also. Ich habe zwar die Alexa vorher schon gesehen, aber natürlich das nicht zusammengebracht, dass das ein Billy Joel sein Boot sein könnte. Ja, na, das ist der Wahnsinn. Und jetzt, wenn ich den Song später singen will. Wie Alexa? Easter Alexa, ja. Oh ja. Oh, schau mal da drüben jetzt die Boote. Ich meine, die Boote da drüben sind so wahnsinnig toll, klasse, gell? Martina, ich sag dir. Und Annette, schön, dass du noch mit dabei bist. Da passieren Sachen, die Boote von Billy Joel, der Anton aus Tirol, nein, München, nein, Zach Harbor, Dolce Farniente, Zach Harbor, das sieht auch toll aus. Also das Boot ist vor allem ganz schön, weil sich da 2 ganz tolle Figuren spiegeln. Ne? Wunderbar. Mir 2. Und ich habe das T-Shirt an, habe ich schon gesagt. Mein T-Shirt, warte mal, noch mal kurz mein T-Shirt hier. Also schaut euch dieses geile T-Shirt an. Das ist die Holiday Tours Collection, das ist das tolle T-Shirt. Ein tolles, dünnes Material. Hat ein Bild drauf von der Manhattan-Brücke, Brooklyn-Brücke, Freiheitsstatue, Elisabeth im Hintergrund. Hinten drauf, Wahnsinn. Und sowas könnt ihr auch haben.
Schaut auf meine Webseite bzw. auf die Facebook-Seite und da findet ihr einen Link und da gibt es die ganzen vielen tollen Sachen. Ja, Martina, das ist der Wahnsinn. Schön, da ist die Katharina. Katharina, wie schaut's aus? Hast du vorhin gesehen, dass wir bei dem, wie hieß das Motel nochmal? Memory Motel waren. Ja. Da haben wir extra für dich gefilmt. Jetzt musst du uns nur nochmal reinschreiben, wie die Filmserie heißt, bitte. Und wieso das Motel zu war, das war garantiert nicht offen. Ja, na, das war nicht offen, ne? Da haben wir jetzt noch ein wenig Welcome to Village Marina. Das war ein alter, wie sagt man, Whaling Marina. Da haben sie früher die Wale gefangen. Mach den Finger vom Auslöser weg. Genau, weil sonst fotografiert sie die ganze Zeit. Okay. Aber gut, die Leute freuen sich über Bilder vom Boden. Genau, da in die richtige Richtung halten. Von daher war es nur der Boden. In die andere Richtung wäre es hart davor gesessen. So, da ist Marina Facility, Village of Sag Harbor. Und da machen wir uns jetzt zu einer ganz tollen Straße in Sag Harbor. Und das Schöne an Sag Harbor ist, wir haben vorhin mit einer ganz netten jungen Dame gesprochen, die ist aus den East Hamptons und die hat gesagt, die East Hamptons, das ist alles zu schickimicki. Und hier Sag Harbor, das hat was für jeden. Da gibt es nicht nur Dolce Gabbana, Louis Vuitton, Rolex, sondern auch ganz normale Läden, wo man viel Geld lassen kann. Oh, Saloon Xavier. Ich war beim Xavier beim Essen. Der hat auch ein Lokal drüben in der Nähe von Tarrytown. In Piemont? Piemont ist auf der Seite von Nanuet, auf der anderen Seite drüben. Oh. Aber das ist hier Saloon Xavier, ein Day Spa, schön in diesem alten Backsteingebäude. Und da machen wir uns davor und da gibt es wirklich einen Zebrastreifen. Da ist das Gym in New York City, muss man jetzt im Fitnessstudio Masken tragen. Nein, voll geimpft sein muss, sonst kommst du nicht ins Fitnessstudio rein. Und da geht es nach North Haven, Noyak und Shelter Island. Und wir machen uns davor und laufen da einmal durch die kleine Ortschaft. Warst du schon mal hier, Klaus? Nein, hier war ich noch nicht. Nein, aber jetzt sind wir da, ne? Jetzt sind wir da und gucken uns das an. So schaut's aus. Was sagt die Katharina? Meine Kommentare waren im Video irgendwie nicht sichtbar. Ich hatte fleißig kommentiert zu Beginn vom Livestream. Und B, und da hört's auf, ich lese mir das später durch. Katharina, danke dir. Erst noch einen lieben Gruß an alle Holländer. Gute Abend, ich bin der Olli, ich brat ein bisschen Niederlands und da hinten haben wir noch einmal eine wunderschöne Windmühle, da ist sie, schau an, das ist jetzt die Sag Harbor Windmühle und da sind wir hier an der Wharf Street, so this is the side of Wharf Street. A block-long maze of stretched lumber barrels, jostling horse-drawn wagons and carriages of sea captains, sailors, harpooners, stevedores and tradesmen of coppers, boyards, sailmakers and smithies, all servicing the maritime trades. Mensch, das geht zurück, 1877, da wurde das leider zerstört durch ein großes Feuer, das große Feuer von 1877. Und da haben wir nochmal die Mühlewind, die Windmühle. Und jetzt gehen wir da rüber und machen einen kleinen Spaziergang durch diese schöne kleine Straße. Da gibt es noch einen schönen Flagpole. Und da ist wieder so ein blaues, gelbes Schild. Klaus, heute haben wir gelernt, blau und gelbe Schilder ist irgendwas Historisches, gell? Das sind immer historische Schilder, da steht immer irgendwelche. So, und der überfährt uns jetzt? Ja. Nicht, danke. Ne, das war jetzt der Kasper, so wie er geschaut hat im Auto. Yummilicious, yummilicious, yummilicious steht da drüben. Yummy, yummy in my tummy. Da sind wir an der ersten Corner hier. Und jetzt schauen wir mal, was hier die Ortschaft übrig hat für uns. Ich würde jetzt sagen, gebt uns ein Bier aus, wir setzen uns irgendwo rein, trinken ein Bier, aber dann schlafe ich ein und der Klaus ein und wir müssen ja noch heimfahren. Oder Klaus, wir trinken jetzt kein Bier. Nee, jetzt trinken wir kein Bier, es ist ein bisschen zu warm für ein Bier. Ja, das lassen wir. Oh, schau mal an. Sag Harbor Books, das sieht aber nicht aus wie Bücher, sondern wie Lego.
Cool. Und natürlich der Taj Mahal. Und ein wenig ein Boot. Und die Hiring Booksellers. Da steht's. Und da drin ist noch ein cooles Bild, ne? Das Bild von dem Mädle. Ganz, ganz nett. Das ist ein schöner Bookstore. So, dann marschieren wir vor. Lass uns überraschen von dem, was hier so auf uns zukommt. Hier auf dem Auto habt ihr Surfbretter. Der hofft wohl auf ein bisschen Wellen. Da haben wir das Police Department hier. Irgendwo links war das, gell? Ja. Sind wir für ihn entlang gefahren. Da gibt es die People's United Bank. Oh, die Apotheke. Die weiße Apotheke. White Apotheke. Das ist ein wenig zu rassistisch, oder? Ja, da muss man vorsichtig sein, diese Frage. Genau. Also die White's Apothecary und dann so ein Laundrette. Da gehst rein, schmeißt deine Sachen in die Waschmaschine. Das zeigen wir euch gleich noch, wenn wir wieder auf der anderen Seite zurücklaufen. Und hier gibt es quasi, was ist das, Chinese Food? Die hat ein sehr interessantes Hemd an. Ja, und das sieht nett aus, oder? Das sieht nett aus, ja. Und da ist das Lobster House, MTK Lobster House. Die warten auch noch auf viele Leute, die nicht da sind. Oh, da gibt es wieder Häuser zu verkaufen. Gucken wir mal, ob wir hier einen besseren Deal kriegen. Schauen wir noch mal auf ein Haus. Stehen keine, doch da, 1,25 Millionen, drei Bedrooms, das da. Wo haben wir was Besseres? Ich glaube, wir gehen mit dem da oben. On the Bluff heißt es. Schönes Haus für 3,5 Millionen. In Sag Harbor, hallo Annette. Auch nicht schlecht. Und hier auf der anderen Seite. Oh, jetzt kommen wir so in meine Gegend hier. Das da oben. Das ist ganz geil. Das kostet 4,6 Millionen. Und ja, es ist ganz okay. Na, echt nette, nette, schöne kleine Ortschaft, gell? Ja, sehr schön. Es scheint nicht zu überlaufen zu sein. Also immer mehr, okay, heute ist ja Montag. Die ganzen Wochenendtouristen sind jetzt wieder bei der Arbeit gewesen heute. Solange wir uns da vergnügt haben. Und natürlich wie überall in so Short Towns, das soll Kunst sein. Das kannst du dann... King wow, Kong das sieht cool aus. Was ist denn das? King Kong Air Corps. Okay. Was magst du damit? In den Mund schauen? Okay. Also das ist Kunst. Und da hinten der Briefkasten? Das müssen wir nicht unbedingt verstehen. Aber schön, wer es will, ne? Das ist ein schönes Haus. Das ist ein Hotel. Da können wir jetzt dann auch mal fragen, wie viel hier die Nacht kostet. Und ob sie es auch zum Verkaufen haben? Ja, vielleicht ist es auch zu verkaufen. Das ist wahrscheinlich günstiger, aber trotzdem teuer. Dann haben wir natürlich das Fire Department von Sag Harbor, die leider damals dieses Feuer nicht löschen konnten. 4,5 Millionen sind doch Schnäppchen. Genau, das sind Schnäppchen. Servus Andreas, schön, dass du dabei bist. Du, der Andreas, der schickt Grüße aus dem Schwabenländle. Jetzt sag mal was Schwäbisch zum Andreas. Das ist aber nett von ihm, dass der sowas für uns macht. Da freuen wir uns natürlich gewaltig drüber. Jetzt brauchen wir noch einen Franken, der was zu mir sagt, ne? Und da läuft die Prinzessin. So, da drüben noch einmal schöne kleine alte Häuser. Ich meine, diese Frontfassaden sind einfach schön, gell? Richtig nett. Das sieht nach einem ganz schönen Restaurant aus hier. Oh, The Pledge of Allegiance steht da drauf. Also das kann sogar die Zoe und der Beau ganz schön schon sagen, ohne abzulesen. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the Republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Und das sagen Sie jetzt immer noch vor dem Schulbeginn jeden Morgen? Bei der Schule nicht jeden Morgen, aber bei den Swimmeets bei uns, da haben wir es. Und die hatten das oben bei der Airshow, da haben sie auch die Hymne gespielt gehabt. Und doch in der Schule machen sie es schon auch, weil wir haben eine Schule, die Gott sei Dank
Geschichte und Tradition weiterträgt. Kites of the Harbor. Hey, high as a kite, ne? Why drink and drive if you can smoke and fly, sage ich da nur. Und da kommen wir zur nächsten Prinzessin. Und dann machen wir uns davor. Ja, schöne kleine Geschäfte. Wie weit gehen wir, Klaus? Ja, zumindest bis da zu dem Weißen. Zu den schöne weiße Blume da vorne. Okay. Auf die andere Seite zurücklaufen. Das machen wir. Gehen wir zu der weißen Blumen. Da haben wir noch eine Chase Bank. Da muss man sein Money chasen in der Bank. Da vorne gibt es noch eine Pizzeria. Und hier gibt es auch normale Autos. Also BMW, der schöne Jeep. So ein Jeep habe ich mal gehabt. Dann ist da ein Chrysler. Und dann der schöne Lincoln. Der ist nicht schlecht. So ist's, Andreas, du Schwäble. Wow, das ist nett. Hier gibt es die beste Pizza, habe ich gehört. Die Pizzeria Sack Pizza to go ruft an und bestellt eine Pizza. Wir holen sie ab. Silvester und Co. Auch ganz schön. Goldbergs. Hey, Goldbergs Bagels in Delhi. Das gibt es bei uns auch draußen. Goldbergs. Die gibt es hier schon seit 1949. Und da ist Love Shack Fancy. Boah, das ist doch cool. Schaut euch diesen süßen, schönen Laden an. Da ist bloß nichts drin, was uns passen würde, denke ich mal. Aber das ist ja okay. Und da gibt es schon die Falls Collection. Das ist ein schöner Laden. Magst du ein Bild davon, Klaus? Dann mach ich's. Wir gehen einen Schritt zurück und machen ein Bild. Und ich mache ein Bild, oder ich zeige euch, wie der Klaus das Bild macht, ne? Warte, du musst einmal kurz, warte mal. Jetzt da. So, da ist euer Starfotograf, Klaus Benzinger. Bam. Ja, mach auch. Du musst fester drücken. Es piepst und dann drücken, genau. Und das Häusle ist echt schön, ne? Wow. Schöne Sache. Super, super, super. Ich meine, das ist echt schön gemacht. So, da haben wir die amerikanische Fahne. Da gibt es Butter Berry Frozen Joghurt. Auch ganz nett in einem schönen Häusle. Converse haben wir hier. Oder ist das Converse-Zeichen? Goldie Sack Harbor. Ah, Goldie. Toller Laden. Und da machen wir uns auf die andere Seite, aber ein Bild von dem Haus bitte noch hier, Klaus. Genau, da war die Catherine damals drin. How are you guys? Hi. Hi. Wow, what a beautiful house, huh? You live right here? No. No. Wow. Da wohnt bestimmt eine Prinzessin drin, huh? Beautiful, beautiful, beautiful. Nice. It is nice. Have a good one, guys. See ya. See ya. So, da gehen wir rüber, lass uns nicht überfahren von dem Auto, das uns nicht sieht, ne? Upp, gehen wir. Super, thank you. So, da haben wir noch das Kanonenrohr. Liberty and Union, da habt ihr eine schöne alte Kanone mit Kanonenkugeln. Viele schöne Häuser, Britta, ich sag's dir. Auch da drüben, da ist eins for sale by owner. Da gibt es eine App, die App heißt Zillow, Z-I-L-L-O-W. Und diese Zillow-App, die könnt ihr nutzen und findet, je nachdem, wo ihr euch in Amerika aufhaltet, in der Gegend, wo ihr seid, die Häuser, die gerade zu verkaufen sind. Hast du damals auch da auf Zillow nachgeschaut oder als du das Haus gekauft hast, da gab es noch kein Zillow? Da gab es noch kein Zillow. Und wir haben das Haus, wo wir jetzt drin wohnen, oder auch mein älteres Haus, beides mal vom Owner gekauft. Also ohne Real Estate Agent. Oh ja, das macht natürlich Sinn, wenn man das direkt vom
Besitzer gehabt. Also da drüben waren wir gerade, da war die Love Shack Fancy mit diesem tollen Häusle. Und jetzt schauen wir mal, was wir hier noch haben. Da gibt es nochmal Sag Harbor Pharmacy, also das ist die richtige Pharmacy hier. Die Sag Harbor Pharmacy. Wow, this is nice. Look at this. Das ist Lulu Kitchen und Bar. Mei, hätten wir Zeit und unsere Frauen dabei, würden wir jetzt zum Essen gehen. So, und da vorne läuft die nächste Prinzessin, ne? Die mit den langen Beinen vom Popo bis zum Boden. P bis B. Da gibt es den General Store. Oh, 5 und 10 bis. Das ist ein schönes altes Schildle, ne? Da gehen wir einkaufen. Da kannst du einkaufen gehen als Schwab. Das ist richtig, weil mir wie ein Dollar möchte ich ja eh nicht ausgeben. Ich meine, schau mal an, da. So, da kriegst du sogar. Alte Registrierkasse. Ja, die ist cool. Ja, das ist so ein schöner alter Laden mit einer Choo-Choo-Train. Aber ja. Dann geht's in den nächsten. Oh. Sehr populäres Kinderspiel. Ja, es ist lustig, wenn die Zoe und der Bo jetzt sagen, hey Mami, can we get a gummy? Sag ich, ja, die Gummy können wir haben, ne? Aber die Nachbarn, die haben Gummis, die sind nicht so für Kinder geeignet. CC-Boutique. Schön. Okay. Oder gibt es da die Verkehrsregler? Die Traffic Officer. Nachdem hier so viel Verkehr ist, braucht man Traffic Officer. Und jetzt schauen wir mal, was ist das? Da gibt es sogar noch Kino. Sag Harbor Kino. The Suicide Squad. Und da wieder Häuser zu verkaufen. Also es gibt so viele Häuser zu verkaufen. Ihr solltet wirklich kommen und kaufen. Kaufen, kaufen, kaufen. Die Mata. Sehr schön. Und da Sagtown Café. Das sieht auch nett aus, Klaus. Das ist gut, ja. Sehr schön. Wow. Ja, also wir nehmen euch mit zu einem Spaziergang durch Sag Harbor. Und ja, da würde man eigentlich empfehlen, hier vielleicht sogar eine Nacht zu verbringen. Und dann kann man da ein bisschen spazieren gehen. Ich meine, schaut euch die schönen Häuser an. Und dann die Strommasten. Das ist super, super schön. Da ist dann noch eine schöne Galerie. Wow, die Pferdebilder sind toll. Solche macht der Ken Carroll, ne? Ja. Ich meine, der ähnlich wie die, ne? Ja, ja. Da ist der LT-Burger. Und da kommen wir gleich zur Apotheke. Und dann? Ja, dann, Klaus, ich glaube, dann ist es soweit und wir machen uns ins Auto. Wie lange denkst du, dass wir heim brauchen? Ich denke mal, das hoffentlich schaffen wir es in 3 Stunden. Ja, das hoffe ich auch. 3 Stunden, bis wir daheim sind. Hier ist nochmal schön. Ich meine, schaut euch das an, der Liquor Store. Schiavonis Sag Harbor Market von 1932. Eine Bakery, die Blumen verkauft. Das ist eine tolle Bakery. Und Toilettenpapier. Da gibt's alles. Ah, das wird wahrscheinlich so ein kleiner Supermarkt. Genau, kleiner Supermarkt. Sieht ganz nett aus. Ja, nice. Flying Point Surf Boutique. Ja, echt. Echt nicht schlecht. Oh, das ist ein cooles Bild. Schau mal an. Oh, wow. Das ist bestimmt der tiefere Sinn dahinter, den wir mal wieder nicht verstehen. Wem gefällt das Bild? Ja, bitte, Katharina, du bist willkommen. Ja, nein, das ist schön. Der tiefere Sinn dahinter ist, viel Geld ausgeben, aufhängen und sich daran freuen. Vor allem an, weiß ich nicht, der Haarkamm. Da kaufen wir lieber ein Shirt von Holiday Tours. Super, super. So, jetzt haben wir es geschafft. Gehen wir zurück zu den Booten und dann machen wir uns zurück. Wer es für ihn verpasst hat, wir waren bei den Booten von Billy Joel. Wie ist es seine Schiff? Land ist seiner Tochter, Klaus? Alexa. Alexa. Und da gibt es ein Lied, hast du gesagt, gell? Ja. Warte mal, Achtung, das ist ein Laundromat.
So schaut ein Laundromat aus. Da packt man seine Wäsche rein und kann waschen für ein paar Cent. Nachdem viele Leute keinen Keller haben. Auf der einen Seite wascht man, auf der anderen Seite trocknet man, in der Mitte faltet man. Waschen, trocken, falten. Alles da. Nicht schlecht. Also bei uns in der Nachbarschaft, wir haben so einen Service, der fährt an jedem Haus vorbei, sammelt alles ein und es kommt dann 3 Tage später gewaschen, gebügelt wieder zurück. Oh ja? Nee, natürlich nicht. Oh, tutto il giorno, das ist auch toll. Wow, der Lion King, ne, da habt ihr den Lion King. Und tutto il giorno, Sack Harbor, Tribeca, Southampton. This is the Italian place to go and have dinner at tutto il giorno. Da lasst er ein paar hundert Dollar, wenn er so zum Essen geht, vor allem beim Wein. Aber es ist doch sowas von schön. Wow. Beautiful, beautiful, beautiful. Tutto il giorno. Und was heißt tutto il giorno? Hat das ein... Du, mein Italienisch ist nicht so gut. Na, mein Italienisch, das hat sich auf Eisschlecken begrenzt, ne? Aber das ist schön hier. Und da gibt es sogar den ganzen Garten. Das ist alles tutto il giorno. There you go. Excuse me. What does tutto il giorno mean? Everything il giorno. What's il giorno? Do you know? Beautiful, maybe. Okay, thank you. I don't know. No, I'm from Germany. Have a good one, guys. So, und da ist noch was Cooles. Hier war das Haus von einem Duke Fordman. Fordham gestanden und es wurde bei dem Feuer 1845 leider zerstört. Oh, den ganzen Tag. Tutto il giorno heißt den ganzen Tag, Klaus. Hast du was gelernt? Super. Wie machen wir denn das, dass wir jetzt alles, was wir heute gelernt haben, uns auch merken können? Ja, wir kommen auf eine Tour mit uns zwei. Wir gehen wieder her. Dann wiederholen wir das. Ja. Oh, tutto il giorno, den ganzen Tag. Den ganzen Tag. Oh, jetzt erinnere ich mich, meine Freundin, ne, damals, die Italienerin, die Gianna, die hat immer gesagt, tutto il giorno amore, Oliveira, tutto il giorno. Jetzt weiß ich, was ihr wollt, ne? Den ganzen Tag. Aber gut, so war sie, die Gianna. Und dann ist sie bekannt geworden, die war wegen älter wie ich, und dann ist sie bekannt geworden als Sängerin, die Gianna Nannini. So, beenden tun wir das jetzt mit dem Klaus, der sich da reinsteckt, ne? Oh ja, sure. Oder? Ich probiere es mal, leg die Kamera da drauf. Und dann schauen wir mal, ob der Klaus da reinpasst. Kann man das aufmachen? Oh, da ist er, der Klaus. Der Klaus sagt Servus und Ciao. Ja, da haben wir nochmal das Information Center. Jetzt kommt der Olli noch einmal ins Bild. Auch der geht jetzt einmal hier rein. Ich bin ja frisch rasiert, vielleicht schaffe ich es, dass ich meinen Kopf hier reinstecken kann. Super. Ja. So, perfekt. Achtung. Ich mache meine Brille runter und probiere das jetzt auch. Hast du Vaseline dabei? Weil mit Vaseline kriege ich den Kopf durch. Aber dann kommen wir mal raus. So, super Bas. Wir sagen Servus und Ciao. Es war eine geile Zeit heute. Das war der letzte Livestream für den Tag. Einmal kriegt er noch mein tolles T-Shirt. Warte, ich stelle mich da vorne. Also, liebe Leute, es war... Hier, wir brauchen das Mikro. Das nächste Mal haben wir die Mikros an uns befestigt, dann ist es noch besser. Es war ein mega geiler Tag. Heute waren wir unterwegs auf Long Island. Es hat begonnen bei uns in Northern New Jersey und dann sind wir in einer Stunde nach New York City gefahren. Wenn ihr in New York City seid, startet ihr natürlich in New York City und fahrt auch wieder nach New York City zurück. Es rentiert sich, ein Auto zu mieten. Es rentiert sich sogar eventuell 1 oder 2 Tage in den Hamptons zu bleiben, vielleicht in einem der schönen Hotels, die wir gesehen haben. $700 die Nacht ist hinterhergeschmissen, das ist ja eigentlich gar nichts. Es rentiert sich,
und dann genießt er ein bisschen die Zeit und dann gibt es noch was Tolles. Es gibt ganz tolle Wineries. Breweries gibt es auch, ne? Ich bin eher der Braumeister, aber die Catherine, die liebt die Weine und wenn ich mit meiner Frau hier bin, dann wird man jetzt anfangen, die ganzen Wineries abzufahren, Wein zu trinken, Wein zu testen. Aber dafür gibt es einen Limousinenservice. Zudem haben wir den Anton kennengelernt, den supergeilen, deutsch sprechenden amerikanischen Kapitän hier in Sag Harbor. Der war geil. Wir haben Hotels kaufen wollen. Wir waren an einem richtig alten Herrenhaus. Wir waren bei einem Leuchtturm. Alles gab es heute für euch. Wir sagen Servus und Ciao, machen uns jetzt los. Und ja, seid das nächste Mal wieder dabei, in dem Sinne aus dem Hafen von Sag Harbor mit der Windmühle und diesem Bild vom Waljagen. Sag mal tschüss, wir sehen uns wieder nächste Woche am Freitag, also es dauert ein wenig, vielleicht auch nochmal davor und dann an dem Freitag oder Samstag aus Atlantic City oder Donnerstag oder Freitag oder so. Aber das schreibe ich euch rein. Also dann, macht's ganz gut. Servus und Ciao, sagt der Olli und der Klaus. So, da winkt der Klaus. Macht's gut. Ciao. Daumen hoch. Bis bald. Fiatti. Und ja, wir kommen gut heim. Kriegen wir schon hin, ne? Macht's gut. Ciao. Danke für die Daumen hoch. Liken, teilen nicht vergessen in alle eure Facebook-Gruppen stellen. Bis dann. Tschüss.